Ein wunderschönes Hallöchen. Wir werden jetzt einmal kurz Holz holen, während er hier unsere Dingsebumse da weiter herstellt. Holz brauchen wir so oder so. Wir gehen auf unsere Holzseite. Und dann wird er sie wohl hoffentlich auch fertig haben. Dann können wir sie gleich unten reinsetzen und dementsprechend auch schon Material einräumen. Damit wir oben die Kisten endlich mal wegkriegen. Außen sind sie unten sicherer als oben. Gut, haben wir noch Kaffee? Wir haben noch Kaffee. Den trinkt den Mann Freund. Und wir werden uns an den Bäumen vergreifen. Hab's zwar jetzt nicht alle angepflanzt, aber ungefähr das, was wir abgeholzt haben. Holz haben wir jetzt auch ein bisschen genug. Wir haben jetzt, naja, auf jeden Fall zwei komplette Stacks und ein paar zerquetschte Kissen sind inzwischen fertig. Den kümmern mich jetzt ohne Probleme weiterarbeiten, wie es so ein soll. Hoffe ich zumindest. Dann simmeln wir die erstmal unten rein. Eigentlich könnte ich, wir brauchen die nicht. Ganz ehrlich, wir brauchen die überhaupt nicht. Wir haben da noch jede Menge Bäume stehen, falls wir wieder Holz brauchen sollten. Wir wählen jetzt allerdings, wollen wir packen das ein bisschen ordentlicher hin, damit ich hier nicht durcheinander komme. Nehmen wir nach unten. Schon erstaunlich, dass aus den ganzen Bäumen, die ich gefällt habe, nur ein einziger Honig kam. Da merkt man mal, wie selten das ist. So, wir werden mir schon mal ein bisschen was von hier mitnehmen. So viel wie geht. Sehr schön. Machen wir nicht so oft laufen. Lasst uns runter. Hier runter, dankeschön, da runter. Viel zu lange aufgeschoben, das Ganze hier. So, runter. Da müssen wir gleich auch einmal gucken. Aber eins nach dem anderen. Dann gib mir die Kisten, mein Freund, die haben wir hier. Wir sammeln die jetzt erstmal rein und dann gucken wir mal, wo wir was reinsortieren. Jetzt bloß keine Kiste verbauen, mein Freund. Die sind genau abgezählt. Dankeschön. So, wir haben uns Stegen, Farbe und das. Also ich würde sagen, geschmiedetes Eisen, geschmiedetes Stahl machen wir in eine Kiste. Woll. So, solche großen Mengen kriegen wir davon auch nicht. Die Kiste nennen wir einfach nur geschmiedet. Und den Post hat schon. Geschmiedet, geschmiedet. So, Horren. Hier kannst du erstmal alles reinsammeln, mein Freund. Stahl haben wir aktuell nicht dabei. Farbe. Na gut, Farbe sollten wir sowieso mal große Mengen herstellen, damit wir nicht ständig nachproduzieren müssen. Mal ganz ehrlich so. Komm, Farbe krieg ich eine extra Kiste. Phobi. So, simmeln. Bitte. Honig haben wir eh schon drüben. Und ich würde sagen, Kleber und Klebeband auch in eine Kiste. Kleber. Da weiß ich ja, dass Klebeband mit drin ist. Das reicht. Zack, zuck. Hier Electrical und Mechanical Parts auch in einer Kiste. Die nehmen wir einfach mal. Ports, denn wo es sich was gemeint ist. So, Simmerin. Honig kommt eh gleich noch drüben rein. Knochen werden wir noch jede Menge kriegen. Zwangsläufig. Säure kriegen wir nicht so viel. Dafür eine eigene Kiste machen ist eigentlich Blödsinn. Und Plastik brauchen wir eigentlich auch immer wieder. Und nehmen wir jetzt auch nicht so häufig mit. Säure und Plastik würde ich sagen, packen wir in eine Kiste.
Plastik und Säure. Sehr schön. Horn. Gut, dann müssen wir mal gucken. Das ist extra Gedöns, genau wie die da. Und Knochen. Knochen kriegen auch eine eigene Kiste. Den passt dann schon. Knochen. Sehr schön. Horn. Sehr schön. Einmal kurz hier den Honig. Den haben wir nämlich schon hier. Ah, den haben wir bei mir die drei. Okay. Hier Horn. Den noch einmal hoch. Das muss ja sein. Und den will ich mich, sobald wir das hier fertig haben, auch mal oben mit so langsam, aber sicher mit dem Solarpanels beschäftigen, damit wir hier unten was Strom kriegen. Ich hoffe nur, dass es diesen ekelhaften Soundbug nicht mehr gibt. Der ging mir in der A20, genauso wie auch schon in der A19, doch schon gerecht auf den Senkel. Sag ich ganz ehrlich. So, denn mit. So viel wie geht, mein Freund? Jo. Dann wird die schon mal leer und das meiste haben wir Elend. Sind so noch Kleinigkeiten. Die Kisten kommen hier natürlich raus. Wir wollen das alles häuslich einrichten. Hm? Und hat halt auch den Vorteil, ich lasse jetzt mal auf. Hier unten kommen die ja jetzt nun doch nicht so schnell hin als oben. Da müssen sie sich nur durch die Außenwand knüppeln und die sind da. So, einen Moment. Wir haben auf jeden Fall noch Öl. Öl und Leder, würde ich sagen, kommen auch in eine Kiste. Öl und Leder. Sehr schön. Hier, hau rin. Bitte einmal sortieren, weil solche großen Mengen kriegen wir da auch nicht. Die Parts wollten wir eh zusammen machen. Da müssen wir mal gucken. Das müssen eigentlich zu den Rüstungswaffenteilen. Motor ist wieder Sonder. Wir haben noch Stoff. Stoff kriegen wir doch ein bisschen mehr, genau wie Papier. Aber extra Kisten dafür ist auch Blödsinn. Wir machen Stoff und Papier in eine Kiste. Aber trotzdem kriegen wir letztendlich wesentlich mehr von dem Kram rein. So, dann haben wir hier noch Schraubenfedern, Rohre. Das könnte man nicht auch in eine Kiste machen. Na, sonst komme ich durcheinander mit den normalen Federn. Schrauben. Ja, normale Nägel können da auch mit rein, aber die produzieren wir in der Regel ja nur voraus. Schrauben und Rohre. Ne, ich glaube, den kann ich mir merken, was gemeint ist. Juhu, hau rein. Sehr schön. Und Scheinwerfer. Ja, die brauchen wir größtenteils eigentlich nur für Elektrosachen, ne? Ich schreibe mal rein. Elektro. Da kommen noch ein paar mehr Sachen rein. Da können wir die auch mal reinschmeißen. Und zwar den ganzen Elektrokram, den wir umliegen haben. Motoren. Ah gut, haben wir jetzt nicht allzu viel. Die packen wir auch mit rein. Das ist extra. Dafür machen wir mal eine Kiste hier mit. Ah, wie nennen sich die ganzen Rüstungs- und Waffenteile und so? Wir nennen sie einfach mal Teile. Hier, da kommt denn sowas drin und die anderen Sachen auch. Wir müssen einmal hoch. Damit wir möglichst viel hier unterkriegen, aber auf ein bisschen mehr Kisten verteilt. Damit wir mehr reinkriegen. Was wichtig ist, Stein braucht und Zement brauchen auf jeden Fall eigene Kisten unter sich. Weil davon haben wir solche Massen. Das darf nicht wieder alles zusammen in eine Kiste. So, hier haben wir jetzt den Rest. Nimm mit. Dankeschön. Samen müssen wir gleich mal gucken. Kochen haben wir ja schon alles unten. Samen, Getränke und Dosen haben wir auch schon unten. Ne? Munition müssen wir ein bisschen aufteilen, aber ich glaube, das machen wir extra. Dann hätten wir noch Mods. Medizin haben wir auch schon unten. Ne? Die Bergmanns haben wir. Hier. Rüstungs- und Waffenteile, das meine ich damit. Nimm mal mit, so viel wie geht. Ja, das sind nur noch vereinzelte Sachen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir definitiv hin. Dankeschön. Lass mich runter.
So, warte mal. Stoffpapier. Wir haben nämlich Stoff und Sticken. Bitteschön, sortieren wir ordentlich. Und hier bei geschmiedet kommt natürlich der Stoll mit drin. Hier können wir schon mal die alle reintun. Den natürlich auch. Dankeschön. Aber so ein Thema. Top, Plastik haben wir auch schon. Das haben wir. Jetzt geht's los mit Zoomen. Doch. Sehr schön. Mensch, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und Munition muss ich mal gucken. Das will ich ein bisschen sortiert haben, weil sonst ist die Munikiste auch ständig voll. Muni wird noch ein bisschen was dazukommen und dann können wir auch die Großproduktion schon beginnen. Und alles ein bisschen mehr herstellen. Dann war's dann schon. So. Den hatten wir leer, ne? Jo. Kochen wir leer. Dann nehmen wir erstmal hier den Rest mit. Ist die Milch auch leer. Und wir nehmen schon mal ein paar Baumaterialien mit. Pack mal rein. Außer die Beine, mein Freund. Dafür nehmen wir hier lieber nochmal mit. Da haben wir so viel von, das muss getrennt. Da führt kein Weg dran vorbei. Oh, ich weiß, es ist etwas hinhergerennen. Da wird man Kehre bei. Was ist denn das? Das ist ein Riss. Danke. Lässt sich jetzt aber leider nicht verhindern. Wir können ja unsere Materialien nicht runterporten oder so. So, erstmal die Teile rein. Okay, hier alles rein da. Beep, beep, beep. Sortier ordentlich, das passt hier schon. Den brauchen wir auf jeden Fall. Den lasse ich mal offen, falls was kommt. Eine Steinkiste. Stein. Haben wir gerade nicht dabei, macht nichts. Wir brauchen eine Zementkiste. Sehr schön. Haben wir gerade auch nicht dabei. Wir brauchen eine Betonkiste. Das haben wir dabei. Schön, schön. Wir brauchen noch Lehm und Cobblestone. Okay. Lehm. Zack, zack. Das ist wieder extra. So. Und Cobblestone. Schreiben wir mal auf Deutsch. Fluss der Stein. Passt schon. Das kann auch erstmal rein. Wenn ich es brauche, kann ich es mir auch gleich rausholen. Schön. Dann müssen wir, es tut mir leid, nochmal hoch und runter. Aber ich muss ja nur auf weggeräumt werden. Und Muni muss ich mal gucken. Also ich will jetzt nicht für jede Muni-Sorte, wie wir es sonst gemacht haben, eine eigene Kiste. Also solche Massen an Muni werden wir sowieso nicht kriegen. Wir sind ja gezwungen, hier etwas öfters zu schießen. Was ist das denn schon wieder? Okay, Cobblestone 1 Ding. Alles ist hier angeditscht. So, die hatten wir alle, ne? Ejo. Baumaterialien ist hier noch jede Menge. Wäusig. Sand fehlt ja auch noch. Stimmt. So, die beiden kannst du auch erstmal wieder reinpacken. Dafür nimmt davon noch was mit. Davon haben wir wirklich mit Abstand am meisten. Vom Baumaterial. Aber nützt nichts. Muss runter. So. Lehm, Zement. Gut, das haben wir ja alle schon an Kisten. Lehm, Schmorserin. Zement haben wir ja auch schon. So, und Pflasterstone haben wir auch. Hauerin. Und hier, das Beten Beton, das kannst du auch erstmal reinschmeißen. Sehr schön. Freue ich mich, wenn wir oben alles leer haben. Und dann müssen wir mal gucken. Wir brauchen irgendeine extra Kiste, wo wir den Kram reintun, wie die Laternen und so, was nicht wirklich zu einer Kategorie passt. Halt den Sondergedönskram da. Ah, das kriegen wir auch schon hin. Oder erstmal die. Die zwei kannst du erstmal wieder reintun.
Das konntest du mitnehmen. Jo, dann haben wir das Fass weg. Dann haben wir fast alles hier oben weg, ne? Das ist schön. Das ist schön, das ist schön. So, dann würde ich sorgen, machen wir Sand hier unten in die eine Kiste, die wir noch frei haben. In die da. Ich höre Uschi, wenn ihr mich nicht getäuscht habt. Hab ich Uschi gehört? Sand. Horren. Zement geht erstmal wieder bald. Zement drin. Wir haben ein bisschen so viel von. Beton weg. Sehr schön. Stein geht natürlich bei Stein rein. Haben wir noch gar nichts drin? Okay. Schön, schön. Ich muss mal kurz gucken. Ich meine, ich habe Uschi gehört. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Die Nachtgeräusche sind ja immer so ein bisschen irreführend. Das ist nicht schön. La 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 la. Da da. So, warte mal. Ich höre zumindest niemanden klopfen. Nö. Hab ich mich wohl getäuscht. Aber wenn wir schon mal hier draußen sind, ich vergesse die jedes Mal. Guck, hier sind mich schon wieder alle voll. Können wir das auch einmal mitnehmen? Kann gleich mit runter. Dankeschön. So. Hier, die hatten wir leer. Dann nimm mit. Dann haben wir die jetzt auch leer. Das ist schön. Medizin haben wir schon unten. Mods müssen wir gleich mal gucken. Da müsste ich sowieso mal aussortieren. Ganz ehrlich, dass ich von jeder Mod nur eine behalte und den Rest zerlegen wir entweder, aber wirklich viel wert sind die auch nicht, ne? Nö. Wir zerlegen die. Aber wir brauchen ja trotzdem eine extra Kiste dafür. Damit die da nicht voll wühlt, die Kiste. Aber mehr als eine Modskiste will ich auch nicht. Das muss nicht sein. So, erste Mal. Wir haben noch jede Menge Stone einstecken. Dann hau rein. Bitte. Zement haben wir noch einstecken. Wir haben so unglaublich viel Zement. Den machen wir hier. Und eine Modskiste draus. So, die haben wir jetzt noch einmal mit. Sollten wir da mehrere von haben. Und Wasser kommt natürlich bei unfertigen Getränke, oder? Habe ich die noch gar nicht unten? Doch. Hatte ich dreimal gemacht. Ja, und hier ist fertig, ne? So, hau Wasser rein. Und sortier das mal ordentlich, mein Freund. Und wir müssen, Leute, nochmal hoch. So ist das, Leute, beim Umräumen. Aber ich bin echt froh, dass wir den Kram nicht mal runterkriegen. Das ist so ein immenses Risiko da oben. Die müssen sich ja wirklich nur durch die Wand hauen und die Kisten zerdeppern und wir haben alles verloren. So, Mods. Das können wir gleich unten aussortieren. Nehmen mit. Aber wir haben wirklich fast alles, ne? Die, da sind wir bei. Medizin ist unten. Da müssen wir gleich mal gucken. Samen füllen noch, Getränke haben wir, Dosen haben wir, Munition füllt halt noch und speziellen Muni. Baumaterialien haben wir mittlerweile auch alles unten, bis auf das. Wir haben wirklich fast alles. Und beim Munitionsmatz, ich denke mal, das wird aber wieder in eine Kiste kommen, weil wir werden nie solche riesen Mengen an den Munitionsteilen kriegen, weil wir das immer gleich wieder verarbeiten. Dass sich das nicht lohnt, einfach dafür extra Kisten zu machen. So, Mods. Da werden wir gleich aussortieren. Hau erstmal alles drin, was geht. Dann sortieren wir einmal und dann sehen wir, was wir doppelt haben und was nicht. Einmal sortieren. So, guck mal. Das ist mir schon mal die gleiche. Zerlegen. Die haben wir auch dreimal. Zerlegen. Also
Viermal sogar. Dass wir sie jeweils nur einmal behalten, die haben wir auch zweimal. Warteschlange voll. Warum? Zähl ich schneller, Mensch. Kann wohl nicht doch ernst sein hier. Oh, den noch einmal. Gut, wir machen es anders. Den haben wir doppelt, nimm raus. Den aktuell nicht, den auch nicht, den nicht. Wir wünschen schon jeder Mod einmal behalten. Den nicht. Hier, da können zwei raus. Davon kann einer raus. Der Rest ist aktuell nicht doppelt. Nein. Gut. Hast wieder Plotz, ein Biesle. Zerlegt. Zerlegt. Die brauchen echt alle so lange. Okay. Wir müssen trotzdem nochmal hoch. Wir haben noch mehr Mods. Die wertvolles Eusen kommt da immerhin raus. Und das Verkaufen lohnt sich nicht. Und Geld kommt sowieso extra. Also das kommt nicht mit ins normale Lager. Nee, das können wir nicht machen. Das ist wertvolles Geld. So, hast wieder ein bisschen Platz. Ja, komm mal, dann zimmel den nochmal rein. Einmal kurz die 4 Sekunden abwarten. Bunke, den nochmal mit drin, damit ich nicht durcheinander komme. Nehmen den Rest mit. Haben wir alles? Jo, da müssen wir auch noch ein bisschen was aussortieren. Und dann müssen wir mal gucken. Die würde ich schon getrennt voneinander haben. Messingkohle und sonst was. Das könnte auch ein bisschen eng werden unten. Nehmen wir... Ach, von mir ist auch Kohle mit. Ich wollte eigentlich Eisen anklicken. Ob das kistenmäßig überhaupt noch hinkommt. Runter. Ne, nie im Leben. Da muss ich improvisieren. Na gut, wir können ja auch mal zwei Sachen zusammen machen. Doch mehr Chrom als gedacht. So, den Zimmer erstmal rein. Oder besser gesagt, wir können ja gleich eins. Hier können wir einen von rein tun. Davon einen. Davon haben wir sogar drei. Davon nur einen. Hiervon nur ein, das ist alles das Achter, ne? Ja, Rinn, einer, den Rest behalten wir. Dorgin inneren, die behalten wir. Der kann Rinn, da kann einer rein, der sowieso. Und den haben wir schon drin, ne? Oh, der, die Eisenbrecher-Mod, ich glaube, ja. Ja. Gut, den haben wir alles einmal drin, den passt hat. Der Rest wird dann definitiv geschreddert. Ich weiß es, ich könnte es auch in Klamotten tun. Dann ist es mehr wert. So, dann machen wir es so. Hier machen wir Eisen und Blei zusammen rein. Eisen und Blei. So, hier kommt der Kohlenitrat rein. Sehr schön. Dann müssen wir mal gucken, was wir oben noch haben. Auf jeden Fall Messing und ich glaube Ölschiefer. Ne? Und ich kann es dir hin. Kohle haben wir eh schon einstecken. Doch. Ich hoffe, dafür fehlt jetzt nichts. Nix. Messing und Ölschiefer. Das ist sehr schön. Moni, muss ich tatsächlich was extra verbauen. Zerleg mal. Schon wieder voll. Das dauert immer alles ein Weilchen. Und warum haben wir Medizingedöns einstecken? Hier. Die haben wir bestimmt auch irgendwo hier nett. Hier. Hau rein. Seh zu, mein Freund. Seh zu. Gut, die kriegen wir noch nicht alles runter. Nämlich die Muni-Mats und die Muni selber noch nicht. Da müssen wir tatsächlich noch einen extra Raum bauen. Hätte ich nicht gedacht. Ja gut, wir könnten es auch in den Raum hier mitbauen, aber nee, das sieht denn so gequetscht aus. Alter! Mensch! Moment, wir haben schon wieder dicke Halligalli im Haus. Naja, vor dem Haus, aber trotzdem. Wo knüppeln die, hä? Doch. Sag mal, Jungs.
Oh, die sind mit Sicherheit hier einfach reingekommen, aber warum knüppeln die hier? Wenn ich im Haus bin, oder besser gesagt unterm Haus. Naja, gut. Hier vorne ist unser Untergang, das... Ja, wir befinden uns ungefähr hier unter. Aber da nichts kaputt ist, dann sind wieder die Einfahrt reingekommen. Aber die Einfahrt zumachen, ehrlich gesagt, bringt auch nicht viel. So, hoffentlich machen wir das wieder frei, weil dann hauen sie sich einfach durch. So, die haben wir vor's weg. Das kriegen wir alles hin. Gehen wir gut googeln. Wie gesagt, Munition und Munimats müssen wir extra machen. Baumaterialien haben wir leer. Rüstungswaffen haben wir drin. Ich glaube, hier habe ich soweit alles drin. Wollen wir mal die Fackel, kann auch erstmal hier bleiben. Dafür nehmen wir mal die Drohne mit. Die müssen wir halt nach und nach zerlegen. Ich brauche so das Umherräume, Zementmischer und so sollen ja auch noch runter. Das müssen wir unten noch etwas ausbauen. Das war eben bestimmt ein kleines Wunderhütchen. So, wir haben auf jeden Fall Eisen und... Ja gut, packen wir ein Bläu rein. Da, dann kann der Eisen durch mit drin. Oder das Eisen. Kohle und Nitrat. Kohle haben wir schon drin. Auch drin. Aber bitte sortieren. Und da fehlt natürlich noch Messing. Ölschiefer haben wir oben. Messing. Bitte sortieren. Und du, mein Freund, ein bisschen hast du schon wieder zerlegt. Zack. Zack. Und zack. Dann haben wir es ja fast. Dann sind wir den Kram jetzt mal los. Und es ist immerhin brauchbares Eisen. Da kann man sich auch nicht beschweren. Ey, ist fast eine ganze Folge nur umräumen. Aber gut, es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Wir werden jetzt aber definitiv am Tag wahrscheinlich mal einen kleinen Abstecher ins Zerstörte machen, damit wir ein bisschen Gammelfleisch kriegen. Das Mäuse haben wir jetzt unten. So, den nehmen wir mit. Fackel, ja, ich sag ja, wir müssen eine extra Kiste machen. Den kannst du auch erstmal reinpacken. So, die haben wir, wie gesagt, dafür müssen wir noch was extra bauen. Und für die Munition und das auch. Und den Rest haben wir unten, ne? Na, nicht ganz. Nehmen wir den Kram noch. Okay. Da kann ich aber mal gucken. Ein Großteil davon werden wir noch verkaufen. Aber das... Oh gut, wir kriegen noch ein bisschen was rein. Den Elektrokram. Dafür haben wir extra unten die Kiste gemacht. Der soll definitiv alles... Ja, mir passt aktuell nicht. Mitte runter. Auf jeden Fall, wenn sie jetzt durchbrechen sollten durch die Wand, machen sie uns nicht mal allzu viel kaputt. Das meiste ist hier unten. Und dann ist das schon mal schön. So, warte mal. Ihr haut die Mod rein, die rein, dann sind wir die zumindest los. So, Elektro. Ja, mal kurz googeln. Da sollen nämlich alles rein, was mit Elektro zu tun hat. So wie das, das, das. Die natürlich, das nochmal. So, Nitrat kommt natürlich hier noch mit drin. Dankeschön. Ölschiefer gehört hier mal Messing mit rein. Eisen natürlich hier mit. Ah, hätte ich auch warten können. Aber den hätten wir das so wollt. Gut, dann gucke ich jetzt noch einmal in die Elektrokiste oben, ob da noch ein paar Sachen zwischen sind. Und für den Rest müssen wir doch tatsächlich noch extra bauen. Was kriegen wir hin? Den größten Teil haben wir runter. Und das ist schon mal schön. Moment. Ey, du alte Planschkuh. Ruhe da. So, musste mich kurz um die Nachbarn kümmern.
Dort waren die Mods, die wir zerlegt haben, wie gesucht. Baumaterialien, Munitionszimmer. Ich habe hier einmal reingucken. Hier, das ist noch Elektro. Ja, gut, das hier auch. Aber das hier ist eher so extra Kram, extra Gedöns, Pflanzen. Nicht alles davon soll zum Händler, aber ein Teil. Aber Elektro haben wir hier jetzt nun nicht mehr drin, ne? Und da ist leer. Hier ist leer. Da haben wir nur noch die extra Sachen drin. Und hier. Oh, hier ist auch noch ein bisschen Elektro. Den können wir zerlegen. Den müssen wir gleich mal öffnen. Den haben wir unten. Den können wir also auch zerlegen. Aber hier Zement und so, das haben wir auch schon unten. Jo, dann machen wir den einmal auf. Jo, dann kann das mir auch gleich mit runter. Die Bücher haben wir schon. Gut, wir kriegen ja langsam klar Schiff. Das freut einen doch. Schön, dann sind uns nur Kleinigkeiten. Dafür müssen wir ihn extra rumbauen. Den Prost hat alles. So, Elektro. Hier, der mit drin, das hier sowieso. Der nochmal und den haben wir schon drin, ne? Ja, zerleg ich, mein Freund. Zement drin. Hier ist noch mehr Elektro. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ein bisschen Stone haben wir noch. Hauren. Den haben wir noch ein bisschen Eisen. Warte mal, kommt da noch was? Okay, aber Plastik haben wir auch noch. Das gute Plastik. Plastik gehört hier rein. Bitte. Da ist noch Elektro. Hat sich in der Ecke versteckt. Da ist noch Blei. Eisen und Blei, der ist auch fertig. Jo. Gehört ebenfalls hier rein. Und jetzt sehe ich auch, wir müssen unbedingt Blei farmen. Aber bevor wir das jetzt alles tun, machen wir erstmal wieder ein gemütliches Röntchen ins Raceland. Ich will hier jetzt nochmal gucken. Jo, mein Freund, jo, mein Freund, jo, ja, dann mach hier Water, wir brauchen noch mehr Stoll, du. Bitte. Essen können wir übrigens nachlegen. Du, hier auch machen Stoll. Ja, auch hier können wir Essen nachlegen. Lehmholder noch genug. So, Eisen. Dann nimm mit. Ein, zwei, Eisen geht auch zur Neige. Die anderen Schmieden und so sollen ja auch runter. Aber den postet alles. Dann haben wir auch alles auf einen Haufen und brauchen nicht tausendmal hin und her laufen. Und dann klappt halt schon alles. Gut. Den gucken nach unserer Game Stage. 195. Na, die zwei haben wir fast erreicht. Sind genau Level 100. Hast du uns von unseren Truhen? Alle 100 Level, ein Truhen. Alle 100 Level. Alle 10 Level, würde ich sagen. Gut. Immer vor dem Ende. Wie gesagt, jetzt wird's gleich Tag. Wir werden denn mal an. Abflug ins Raceland machen. Gemütlich da noch ein bisschen Fleisch besorgen. Das kriegen wir hin. Ich will nur noch einmal kurz. Wir brauchen ein bisschen ja nicht den Kaffee. Fertig Getränke. Hau rein. Und so viel Holz brauchen wir da auch nicht. Wenn ich 3000 mitnehmen, reicht das. Gut, für Holz und Pinsel haben wir noch nichts. Das ist noch alles extra Gedöns. Das bringen wir da hoch. Und den verabschiede ich mich schon mal von euch. Morgen geht's hier dann wieder mit einem gemütlichen Röntchen Fleischsammelaktion weiter. Und hoffen wir, dass wir mal genug kriegen für die Felder da. Zu tun ist hier, das ist so viel. Ah, das wird schon. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi! From this dream.